Ahoi ihr Lieben, guten Morgen aus Trondheim. Wir sind hier mit MS Europa und ihr seht schon, eine Kussmundschönheit ist auch mit uns heute Morgen. Ja, wir haben einiges vor, unter anderem Stand-Up-Paddling und das ja bei 14 Grad im Moment. Weiß gar nicht so sicher, was sollte man da anziehen. Ich habe sie erstmal bei einer langen Hose, kann man die sehen, ja, langen Hose belassen. Weil ich dachte, naja, gut, wahrscheinlich kriegt man dann da Neoprenklamotten oder so. Also, ja, gucken wir mal. Aber vorher ganz praktisch dann Frühstück vom Roomservice. Gucken wir uns jetzt mal an, was da gekommen ist. Sieht das Ganze nicht fantastisch aus? Also, man hat quasi die Möglichkeit, auf dem Formular alles ganz genau zu bestellen. Also, man kann zum Beispiel sagen, Pfannkuchen mit Äpfeln, Obstsalat. So, man könnte auch Pfannkuchen mit Rosinen nehmen können. Ja, dann eine kleine Etagere hier mit Käse. Was haben wir? Lachs, Joghurt. So, das ist vielleicht noch ein bisschen wenig. Achso, Kaffee, Orangensaft, selbstverständlich natürlich auch, frisch gepresst. So, und jetzt wurde hier nochmal ein weiterer Tisch aufgebaut. Da dann ein paar Brötchen. Und dann, guck mal, hier wieder Nordseekrabben. Ist das nicht herrlich? Müsli, sage ich, Cornflakes. Und was war das? Achso, ja, Erdbeermarmelade, genau. Also, ja, wirklich, das ist schon, ja, mit die größte Form, finde ich, des Luxus, dann auf der eigenen Suite frühstücken zu können. Und das auch noch wirklich so edel, ne? Das Ganze übrigens heute in Ausflug übers Schiff gebucht, 99 Euro. Nicht ganz günstig, 9.30 Uhr bis 12.15 Uhr. War gerade auch wirklich schon so ein bisschen ernüchternd, es ist doch frisch hier. Also, oh, ja, vielleicht nicht so ganz das Richtige bei dem Wetter, aber gucken wir mal. Wir sind jetzt tatsächlich nur eine Gruppe zu dritt, deswegen plus Begleitung. Da sind wir tatsächlich mit dem Taxi jetzt gekommen und sind jetzt hier bei Trondheim Kajak. Erste Überraschung schon mal, wir nehmen gar keine typischen Stand-Up-Paddling-Boards, sondern wir haben so ein Riesending gleich. Ich wusste gar nicht, dass das existiert tatsächlich. Und da sind wir dann alle zu 1, 2, 3, 4, 5 drauf. Also das ist schon mal was anderes dann. Was jetzt auch ganz interessant ist, wir fahren gar nicht auf so einem See oder so rum, nee, sondern das Ganze ist ein Fluss, wo wir einfach entlang fahren und am Ende sind wir dann auch fast wieder am Schiff, also ganz praktisch. Da ist ja jetzt hier der reißende Fluss sozusagen. Ja, das sieht relativ flach aus, ehrlich gesagt. Ja, und hier wird dann gleich das XL-Board sozusagen runtergeschoben und da gehen wir dann gleich rauf zu fünft. Okay. Oh, it's really cold. How many degrees is it? I have no idea. This is actually quite cold. Nice. Let me start first. Yeah. 1 feet, 2 feet. Mm-hmm. Oh yeah, it's a bit, yeah. Okay. La 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 la. Schrecklich. Oh Gott. Ah. Because it's a bit wobbly, yeah? Is it wobbly? Ugh. Oh Gott. Ist doch eine Art Stromschnelle hier. Das gibt's ja nicht hier. Auf dem unterwegs mit dem Wabbelboard. Ja, ich kann das nochmal zeigen. Also es ist wirklich hier ziemlich wabbelig, das blöde Ding. Ja, deswegen ist jetzt gar nicht jeder am Stehen hier tatsächlich. Wobei, es geht, also ich habe jetzt die meiste Zeit hier, stand ich jetzt doch. Also bis am Anfang einmal, wo ich fast wieder hingefallen bin. Aber im Großen und Ganzen ist es wirklich okay. Es ist eine sehr schöne Geschichte hier, ne? Weil es eben nicht so ist, man paddelt, man fährt nur im Kreis oder so und vor allen Dingen am Ende sind wir dann wieder am Schiff, also das ist schon ganz, ganz nett. Ich würde das jetzt wirklich aber nur empfehlen für Leute, die ja sehr stabil sind, insofern, dass sie keine Gleichgewichtsstörungen haben. Ja. Ansonsten ist das, glaube ich, so nicht so ganz das Optimale und vielleicht nächstes Mal mit mehr Luft hier drin, aber... Ja, ach guck mal, hier kann man jetzt mal gucken, hier Trondheim, drittgrößte Stadt Norwegens übrigens. Ja, ist doch sehr beschaulich. So, wir haben jetzt hier nochmal die Positionen getauscht, das heißt, ich bin jetzt mal hinten, ja. Wobei, ja, man gewöhnt sich mit der Zeit so ein bisschen auch daran, ja, dass man auch stabil bleibt. So, guck mal, jetzt kann man noch mal sehen, wie wunderschön das hier ist. Hier gleich unter dieser
Auf der Brücke, guck mal, da sehe ich doch lauter Fahrradfahrer hier, bestimmt von den Kreuzfahrtschiffen. Die haben doch alle so einen Fahrradhelm auf, ne? Wo sind die deutschen Kreuzfahrer? So, jetzt sind wir hier unter der Brücke. Es ist doch gar nicht so. Also hat es doch geklappt, auch ohne sich hier hinzusetzen. Oh. So, wenn wir jetzt hier nochmal gucken, es sieht wirklich wunderschön aus, ja. Also, das sind ja die Häuser auf Ständern. Ist a bit like in Venice, ja? Ja. Wie in Venedig so ein bisschen. Aber die Häuser sind natürlich wunderschön, ja. Diese die unterschiedlichen Farben. Das ist ja auch das, was wir in der Art schon gesehen haben in Bergen. So, ich glaube, wir sind zu langsam. Ich muss mal wieder ein bisschen mitpaddeln hier, sonst kommen wir nicht mehr an. Zum Ende dieses Trips hier nochmal ein besonderes Abenteuer. Wir fahren unter diesem, ist das ein Katamaran? Naja, unter diesem Schiff durch. Oh mein Gott. Some speed, we need some speed. Also, das ist schon, Gott, oh Gott, hier meine Tasche. Paddle? Oh, mein Paddle, ja. Oi. Yes, yes, yes. Nee. Wow. There you go. So there's a rope. See, it's so fun. This is really fun, yeah. Wow. Das war really fun, ja. So, hat sich hier die Investition in diesen wasserfesten Beutel noch rentiert, glaube ich. Ja, ich glaube, sie ist nur unten eingetaucht. Ja. Alles gut, selbst oben, kein Problem. So. Thank you, danke. Ah, so. Mann. Ja, das ist gewesen. Das hat wirklich Spaß gemacht, ne? Weil es, also sehr, sehr, sehr coole Tour. Gehört sicherlich ja auch mit zu den besseren Ausflügen, die ich bislang je gemacht habe. Das relativiert jetzt auch so ein bisschen diesen Preis von 99 Euro, weil ich ja erst dachte, so, oh, vielleicht ein bisschen teuer, wenn man dann nur mit dem Paddleboot selber rumfährt, mit dem Center-Paddling-Board. Ja, also das war schon wirklich so perfekt. Ja, also gleich ab wieder aufs Schiff dann. Neben uns heute unsere deutschen Freunde von AIDA Sol. Lustigerweise Onkel und Tante von mir, samt Cousinen an Bord, habe ich gerade noch getroffen. Und die haben erzählt, 500 Kinder an Bord. Also man sieht 100 Kinder mehr, als hier überhaupt Passagiere sind. Ja, also das ist der ganz große Unterschied. Jetzt gibt es Mittagessen. So, und da habe ich mich hier überreden lassen, am Grill hier den frischen Rotbarsch zu probieren. Und dazu so ein bisschen Pasta, ein bisschen dunkel hier, Pasta mit einer Thunfischsoße. Nun ist hier heute Sushi-Special im Buffet-Restaurant. Ich habe mir dann so ein bisschen Sashimi mal geholt. Sieht das nicht toll aus hier? Guck mal, der Thunfisch und der Lachs mit Algensalat. Ich muss mich eigentlich auch mal dazu zwingen, nicht immer nur Eis zu essen. Ja, deswegen jetzt mal eine Pistazien-Nougat-Schnitte. So, der größte Fail des Tages liegt auch schon hinter mir. Ich hatte hier eigentlich wunderbar die Kamera montiert, einen Zeitraffer gestartet, aber irgendwie hat das Ganze nicht geklappt. Ja, egal. Gut, also kein Zeitraffer. Ja, habt ihr schon eh genug gesehen. Ja, Wetter eher so ungemütlich, windig und so. Ja, deswegen habe ich gedacht, gehe ich jetzt mal ins Bad, teste dort eine neue Behandlungsmethode, nämlich BeWei. BeWei. BeWei steht für Beauty, Wellness und Innovation, wie ich gelesen habe. Und unter anderem mit Hilfe von Lymphdrainage soll man dort, ich will nicht sagen, einige Kilos verlieren können, aber zumindest einige Zentimeter wohl. Ja, nötig wäre es. Also mal gucken, wie das Ganze aussieht. So, jetzt bin ich hier im BeWei-Raum. Ja, und was passiert jetzt hier? Es findet jetzt erstmal eine Körperanalyse statt. Es gibt Dinge, ich zeige ja vieles vor der Kamera, aber die Ergebnisse, glaube ich, zeige ich nicht. Ja, ich fühle mich im Moment so außer Form, dass ich denke so, oh Gott. Ja, dann findet hier eine Mischung aus Massage und Radiofrequenzbehandlung statt. Das heißt, da werden dann Schlackstoffe gelöst, ja. Und die ganzen werden dann später hier bei der Lymphdrainage abgeführt. Ja, siehst du, guck mal, ich habe hier eine Soufflöse, die mir das alles sagt, was ich sagen soll. So weit ist es nämlich schon gekommen. Nein, im Ernst, das ist ja, wenn man so etwas kompliziertere Dinge hat. Das ist übrigens auf den amerikanischen Schiffen, was ich da immer erzähle, wenn es da diese Vortragsveranstaltung geht, Secrets of a Flatter Stomach, die Geheimnisse eines flachen Bauches, da geht es genau darum, solche Behandlungen zu verkaufen. Aber hier macht man das in Deutschland, macht man das nicht auf diese Art und Weise, dass man dann einen Vortrag macht oder so. Man bietet das halt einfach so an. Ich bin wirklich gespannt. So, jetzt wurden hier die Applikatoren angebracht. Jetzt geht's los.
Und jetzt liege ich hier eine halbe Stunde, werde währenddessen hier auch noch vom Sessel irgendwie durchgeknetet sozusagen und ja, gucken, was passiert. So, also währenddessen wird das hier alles in Schwingungen eben gebracht. Im Übrigen ohne, dass man das groß merkt. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass hier jetzt irgendwas, dass man spürt eigentlich nichts. Ja, und dann ja, geht es dann auch so über eine halbe Stunde da. Das Ganze ist jetzt eben eine maschinelle Lymphdrainage. Ja, und wie ich schon sagte, jetzt werden also die gelösten Schlackenstoffe abtransportiert. So, man muss danach dann noch so ein bisschen darauf achten, dass man irgendwie keinen Alkohol trinkt für 24 Stunden, dass man zwei Stunden danach nichts isst und. Ja, also mal gucken, wie weit ich das alles durchführen kann heute. noch so ein Wort, das ist natürlich so eine Geschichte, wenn man jetzt länger an Bord ist, bietet es sich sicherlich an, sowas dann mal öfter zu machen und dann mal zu gucken, inwieweit verändern sich diese Werte, na, die da gemessen wurden. Wasseranteil, Körperfettanteil und so weiter. Ja, also bei einer Weltreise zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie 100 Tage an Bord ist, ja, also dann ist das sicherlich mal eine ganz interessante Geschichte. Und fertig mit der B-Way-Behandlung. Ja, jetzt wäre es ja total unseriös zu sagen, so, oh, ich fühle mich leichter, ich fühle mich schlanker, so. Das kann man natürlich nicht sagen, ja, das ist natürlich so eine Geschichte, muss man langfristig gucken, gerne dann auch mal öfter machen. Was man aber sagen kann, es war jetzt nicht unangenehm, so auf jeden Fall, ja, und ja, also das ist ja irgendwie auch schon mal etwas, dass es sehr unkompliziert ist in der Anwendung, ne? Das ist natürlich auch sagen, also man kann da einfach so in ganz normaler Kleidung hinkommen, ja, und ja, also vielleicht ist das ja was, vielleicht habt ihr das ja schon mal ausprobiert, so eine Lymphdrainage, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Ja, würde mich wirklich sehr interessieren, ja, ob das was ist, womit ihr auch schon Erfahrung gemacht habt. Nachmittags gibt es hier in der Belvedere Lounge immer eine gepflegte Tea Time mit Klaviermusik unter anderem. So, jetzt ist ja eigentlich dieser B-Way-Test offiziell beendet, deswegen dachte ich, kann ich auch schon was essen. Wobei, ich warte immer noch auf die Himbeertorte, die gab es nämlich bisher nicht hier, die Himbeertorte, aber stattdessen hier Obsttorte. So, ja, also nach dem schlechten Ergebnissen da gerade bei diesem Körpertest, deswegen nur ein ganz winziges Stück und ich habe mir auch hier gleich entsprechende Tipps hier geholt hier. So habe ich 43 Kilo in 4 Monaten abgenommen. Also so viel müssen nicht ganz bei mir, aber na, mal gucken, wie das gemacht hat. Und was den Tee angeht, den habe ich jetzt mal bestellt hier. Pfefferminze mit Lemon geht es auch sehr professionell zu hier, nämlich mit so einer Eieruhr. Oder, naja, ist ja dann keine Eieruhr, sondern eine Teeuhr, damit man weiß, wann man den Beutel rausnehmen muss. Das ist doch sehr gut. Nachmittag oder der frühe Abend, wie man will, war relativ entspannt. Ja, ich saß eigentlich dann noch die ganze Zeit in der Belvedere Lounge und habe geguckt, wie wir da durch die Fjordlandschaft gekreuzt sind. So schön. Ihr seht, jetzt bin ich wieder umgezogen, wie sich das gehört. Ja, 2 Jackets habe ich nur mit. Ich meine, fällt langsam auf hier, glaube ich, während der 10 Tage. Aber gut, ja, finde ich jetzt nicht so schlimm. Fantastisches Wetter irgendwie gerade. Mal können wir nochmal gucken jetzt mit der Sonne. Ja, und heute sind wir wieder im Dieter Müller Restaurant. Dieter Müller ist leider schon jetzt in der Heimat. Ja, aber sein Sous-Chef und so weiter, die sind natürlich da. Das Restaurant ist ja auch geöffnet, wenn er nicht da ist an den 70 bis 80 Tagen im Jahr. Ja, also deswegen gucken wir mal, was es heute gibt. Mediterranes Menü. Das Essen aus dem Restaurant Dieter Müller. Das war einmal Cappuccino von Curry und Zitronengras mit Jakobsmuschelspieß. Dann Kartoffel-Lauch-Kaltschale mit Gewürzlachs, Pulpo, Königskrabbe und Kaviar. Kabeljau mit Gemüse-Al-Ragout und Trauben-Senfsoße. Dann Morchel-Pfifferling-Creme mit Geflügel-Leber-Flan und Gänseleber. Und ja, dann gab es zwischendurch nochmal ein Sorbet, und zwar ein Mango-Maracuja-Creme-Sorbet. Und dann als Hauptspeise Lammrücken mit Chorizo-Jus, Oliven-Kartoffelpüree, Paprikadip und gebratenem Chicorée. Und dann zum Nachtisch noch Creme Brûlée mit Kaffeearomen, Tonkabohnen-Eis und Gewürzanis. Ja, was soll ich sagen? Das Essen war wirklich wieder unglaublich fantastisch. Also ich würde so weit gehen und sagen, so, ich habe besser als im Restaurant Dieter Müller auf der Oper, habe ich, glaube ich, noch nie gegessen. Also das war wirklich unglaublich. Ja, es ist so ein bisschen so, dass man nach so ein paar Tagen dann hier wirklich ermattet ist, was das Essen angeht. Was heute auch noch besonders schön war, ja, man hatte so beim, ja, wenn man hier die Fjordlandschaft geguckt hat, man hatte so ein bisschen das Gefühl, das wäre eine Flusskreuzfahrt.
das ist noch nicht gewesen heute. Wir gucken jetzt nochmal hoch, denn heute findet die Polartaufe statt, denn wir überfahren den Polarkreis. Hoffe, wir sind noch nicht so spät. Es ist 22 Uhr, ist noch und so unglaublich hell hier, ja. Irre. Erhebt euch jetzt um Neptun und seiner hinreißenden Gattin, der schönsten Seefrau der Welt, Thetis und seinen Hofstaat zu begrüßen. Jetzt überquert ihr mit uns den Polarkreis. Gefolgt von Astronomus. Pass auf, hier drin steht jetzt, das war der Äquator. Kann ich mich so vernetzen? Das ist doch der Polarkreis, oder nicht? So ist es, wir sind über Polarkreis! Jubel! 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 So, liebe MS-Europa-Gäste, das war eine Geburt, also gut, es ist vollbracht. Und so werden wir jetzt also die Taufe vollziehen und euch final, bevor es in den Norden geht, reinigen von Landrattenschmutz, von den Milben und Läusen. Und wir werden euch füttern mit leckerstem Meeresgetier, das uns schon vor einigen Jahren verlassen hat. Ja. Das ist gewesen, vierter Teil meiner Reihe von der MS Europa. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann gebt einen Daumen nach oben und checkt gerne mal die Angebote. Und ja, dann sehen wir uns ganz bald wieder. Also macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und ein letzter Blick hier nochmal auf die Landschaft in Norwegen. Ist das der Hammer, oder? Ja, Wahnsinn. Also in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.